Aber mal klicken und dann findet man die Kontaktdaten vom Besitzer Alexander von Dijk und kann Buenos Aires, wenn man denn wirklich käuflich erwerben kann. Das sind so ganz einfache Skills, die ich habe, weil für die Hörer reicht es bei mir nicht. Parade für unser 10. Rennen, das Narzissenrennen. Nicht starter hier die 1 Manolito Petnik und die 10 Rollercoaster. Auftaktrennen zur heutigen V3-Wette mit einer Garantieauszahlung von 2000 Euro. Die 1 ist nicht starter. Parade bedankt wird von der 3 Juan Tacora und Kilian Woods. Dann geht's weiter mit der 11 Infallible Prince und Jan Smith, die 2 Felton Seahawk und Thomas Busroy. Start Nummer 8 folgt, Gotta Be Brilliant, Armin Box. Dann kommt die 4. Die 5. Start. Start ist frei, 10. Rennen, Narzissenrennen. Auftaktrennen zur V3-Wette und es ist auch gleichermaßen das Endrennen zur heutigen V6-Wette. Bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs. Fehler zu Beginn von Felton Seahawk, kommt überhaupt nicht in die Gänge, ganz im Gegensatz zu Saturday. Fehler jetzt auch von Juan Tacora kurz nach dem Start. Und 4 Pferde wurden jetzt disqualifiziert, die 3 Juan Tacora, die 5 Satre, die 7 Safira BR und auch die 9 Takaya Viking BK, allesamt nicht mehr dabei. 18.3 war die erste Zwischenzeit. Weit ausgedünntes Feld, angeführt von No Mercy Newport. Dahinter Saturday in zweiter Position. Drittes Pferd ist Gotta Be Brilliant, Infallible Prince mit 3 Längen Rückstand noch mehr oder weniger.
Rossi Newport weiterhin an der Spitze. Vor Saturday und Gotta Be Brilliant wird jetzt nach außen genommen. Und Felipe Prince ist Vierter und wird da auch bleiben bis zum Schluss, wenn vorne keiner springt. Und das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Vorne No Mercy Newport bei einem Sonntagsspaziergang, der gut bezahlt wird. Jetzt im Ziel. Saturday Zweiter, Gotta Be Brilliant auf Rang 3. Und dann im Felipe Prince wird den bei seinem ersten Lebensstart mehr oder minder problemlos sofort siegreich gewesen mit dem deutschen Champion Michael Nimczyk. Für ihn war Sieg Nummer 3 bereits und Trainer Wolfgang Nimczyk darf sich zum 5. Mal über einen Sieg eines seiner Schützlinge freuen. Besitzerin ist Karin Walter-Mommert und gezogen wurde der Hengst von der Newport Breeding BV. Viel Geschwindigkeit. Jetzt im Rennen hat er nur gespielt, hat eigentlich gewartet, dass einer mal neben ihn kommt. Er ist eigentlich ein Typ von Pferd, wenn man ihn sieht und auch wenn man ihn fährt, wie man ihn sich nur wünschen kann. Hättest du mir vielleicht ein bisschen mehr Opposition wünschen? Auf jeden Fall. Ich habe versucht, selber das Tempo-Rennen ein bisschen auf der Überseite wieder anzuziehen. Aber er ist sehr phlegmatisch, er ist noch sehr gemütlich und deswegen fühlt er sich leichter eigentlich. Der ein oder andere bessere da drin ist, dass man nicht das ganze Tempo alleine machen muss. Aber gut, der Staat hat ihn gefördert und wir kommen vor Geld. Ich möchte noch einmal kurz auf eine Einstellung gestartet. Das ist der Rennkarriere des Rennkarriere. Kannst du vielleicht noch gerade eine Worte für die Ja, das ist vollkommen richtig. Und auch ganz, ganz viele tolle Momente durften wir mit ihr haben. Und jetzt geht sie in die wohlverdiente Rente, sie geht in die Zucht. Und wir freuen uns auf die Nachkommen von ihr. Ich kann nur Danke sagen an JC. Sie hat wirklich tolle Rennen, auch in Schweden tolle Rennen gelaufen. Ich konnte auch mit ihr gewinnen. Also ich glaube, sie hat eine tolle Karriere. Ich glaube, rund 60.000 Euro waren. Eine tolle, starke Stute, die Brüderskrone Ende letzten Jahres nochmal gewonnen. Also tolles Pferd und ihr wird weiterhin gut gehen, auch in Zukunft. Und ich glaube, sie wird uns mit Babys erfreuen. Ja, vielleicht in 2 Jahren, wenn die Nachkommen von Daisy hier sind. Vielen Dank, Michael. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Mit Norbert Newport, Trainer Wolfgang Nimczyk, Fahrer Michael Nimczyk, Besitzerin Karin Walter-Mommert. Herzlichen Glückwunsch. Hat der Sieg mit deinem Gewinn schon abgesetzt hier, der Winnie, oder was? Gerade in 3 Minuten, noch 3 Minuten bis zur Parade. Das endgültige Ergebnis des 10. Rennens habe ich für Sie. Sieger ist die 4 No Mercy Newport mit Michael Nimczyk. Zweiter wurde die 6 Saturday mit Robin Bott und dritter die 8 Gotta Be Brilliant mit Erwin Bott. 4, 6, 8. Vierter dann die 11 Felipe Prince und fünfter die 2 Felton Seahawk. Die Siegzeit von No Mercy Newport 1:19.4 und der Richter sagte hier überlegen als Eindruck zu diesem Sieg. Die Abstände waren 2,5 Längen, 3 Längen, 10 Längen und eine Weile.